erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Das ganze Interview mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten können Sie auf tagesschau.de finden. Und jetzt eine Premiere, denn erstmals präsentiert, willkommen im Team, Caroline Kandler, den Sport in den Tagesthemen. Und der beginnt heute mit den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Genau, Ingo. Und da hatten die Gladbacher im späten Spiel die Mainzer zu Gast. Und eigentlich strotzten die Fohlen ja nur so vor Selbstvertrauen nach dem Remis in München. Gegen Mainz war davon heute aber eher weniger zu spüren. Ein starker Jan Sommer, der gegen die Bayern noch einen Bundesliga-Rekord mit 19 Paraden aufgestellt hatte, war auch dieses Mal mehrfach gefordert. Die Gladbacher vergaben aber einfach zu viele Chancen und kassierten gegen couragierte Mainzer die erste Pleite der Saison. Und so hieß es dann am Ende 0:1. Ja, und den Sieg gab es auch für Hertha BSC. Endlich dürften sich die Hertha-Fans wohl gedacht haben, denn der Befreiungsschlag ist geglückt und das Team von Trainer Sandro Schwarz konnte gegen den FC Augsburg den ersten Dreier der Saison einfahren. Nach einem intensiven Spiel siegten die Hauptstädter verdient mit 2:0. Die Tabelle: Freiburg ist Spitzenreiter vor Dortmund, Mainz nun Fünfter, Mönchengladbach rutscht auf Platz 9. Hertha klettert auf Position 13, Augsburg steht auf dem Relegationsrang und auf den Abstiegsplätzen Wolfsburg und Bochum. Die deutsche Tennishoffnung Jule Niemeyer hat bei den US Open ihre starke Leistung von Wimbledon bestätigt. In der dritten Runde bezwang sie die favorisierte Chinesin Cheng Chen-Weng mit 6:4 und 7:6. Jetzt allerdings wird schwer. In der Runde der besten 16 trifft die Dortmunderin auf keine geringere als auf die Weltranglistenerste Iga Świątek. Und alles andere als ein Spaziergang war es heute auch für die deutschen Basketballer bei der Heim-EM. Einen echten Krimi gab es da für die Deutschen gegen Litauen. Zweimal ging es in die Overtime, am Ende aber siegte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mit 109:107. Und es ist Regen in Aussicht. Vielen Dank dafür, Donald Becker. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt nun das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.